Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über den Amazon Fire TV Stick geschrieben, welchen er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. 12 Monate leben wir nun schon mit Amazon Fire TV. Und es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass dieses Gerät wirklich einiges in unserem Alltag verändert hat und im Strich erfreulicherweise zum Positiven. Zusätzlich zur Box habe ich nun auch noch den Amazon Fire TV Stick erworben, weil er für uns weitere Vorteile bringt. Dazu aber noch später mehr, ebenso wie alles Wissenswerte zum Amazon Fire TV Stick oder im Vergleich mit der Fire TV Box. Beginnen möchte ich damit, für wen überhaupt der Amazon Fire TV Stick in Frage kommt. Sich ein solches Exemplar anzuschaffen, sollte einem auf jeden Fall eine Überlegung wert sein, wenn man erstens noch keinen Smart TV daheim hat, zweitens einen älteren Smart TV hat, der einem in puncto Apps aber zu langsam ist, drittens mehrere TVs in einem Haushalt hat, viertens gerne auf Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender zugreift, fünftens Streaming-Angebote von VOD-Anbietern wie Amazon Prime, Netflix und so weiter nutzen möchte, sechstens Videos von YouTube auf dem TV ansehen möchte, siebtens sich für Online-Inhalte von Spiegel Online, Bild, Sport 1 und so weiter interessiert, achtens auch mal Spiele, Casual Games auf dem TV spielen möchte, neuntens auf all dies auch unterwegs, zum Beispiel in Hotels, nicht verzichten möchte, zehntens bereits zahlendes Prime-Mitglied ist, aber noch keinen Fire TV, Stick oder Box besitzt. Wer sich bei diesen Punkten eher weniger angesprochen fühlt, darf hier gerne ausblenden und sich den restlichen Text sparen. Allen anderen möchte ich nachfolgend erläutern, worin genau der Mehrwert von Fire TV besteht und ob man sich im Bedarfsfall dann eher für den Stick oder für die teure Box entscheiden sollte. Was genau verbessert der Amazon Fire TV Stick an meinem TV? Der Amazon Fire TV Stick ist im Prinzip ein kleiner Computer in Form eines HDMI-Sticks. Mithilfe dieses Sticks wird aus einem normalen TV ein internetfähiger TV. Das Internet kommt ins Wohnzimmer. Herkömmliches Fernsehen und Video on Demand wachsen zusammen. Die Grenzen verschwimmen. Durch Fire TV erweitern sich die Möglichkeiten der TV-Nutzung erheblich. Man wird dadurch zunehmend unabhängig von gewohnten TV-Programmen mit festen Sendezeiten, Tagesschau, Tatort oder Heute-Show, verpasst? Kein Problem, sind ja noch mehrere Tage lang in der Mediathek abrufbar. Man schaut sich die Sendungen dann, wenn man Lust und Zeit hat, dazu an und nicht, wann der Sender den Beitrag ausstrahlt. Gleiches gilt für Filme und Serien, dann über einen entsprechenden VOD-Anbieter wie Amazon Prime oder Netflix. Den Amazon Fire TV Stick kann man sich dabei ähnlich wie ein an den TV angeschlossenes Zusatzgerät, zum Beispiel einen DVD-Player, vorstellen. So wie sich über den DVD-Player verschiedene Inhalte abspielen und am TV wiedergeben lassen, so bringt Amazon Fire TV Inhalte als Stream über das Internet direkt ins heimische Wohnzimmer. Welche Anschlussvoraussetzungen müssen dafür gegeben sein? Genau drei: Strom, HDMI am TV und Internet. Dieses Kabel hätte wegen mir gerne etwas länger sein dürfen. Es reicht bei mir mal gerade so bis zur Steckdose. Die Verbindung zum Internet schließlich geht drahtlos über WLAN. Und zwar ausschließlich auf diesem Weg. Anders als bei der Amazon Fire TV Box, an der man auch kein LAN-Kabel anschließen kann, ist man beim Stick auf eine vernünftige drahtlose Internetverbindung angewiesen. Den Amazon Fire TV Stick kann ich dabei eine durchweg sehr gute Empfangsqualität bescheinigen, denn bei uns im Haus steht der WLAN Access Point eine Etage höher. Das heißt, es sind eine Zimmerdecke und mehrere massive Wände dazwischen und dennoch ist das Signal stark genug für einen unterbrechungsfreien, flüssigen Empfang ohne nervige Rucklaufe. Erstens, den Fire TV Stick an den HD-Fernseher anschließen, zweitens in die Steckdose einstecken, drittens mit dem Internet verbinden und loslegen. Wie laufen die ersten Schritte ab? Der Amazon Fire TV Stick ist sehr benutzerfreundlich, er lässt sich auch ohne technische Kenntnisse in wenigen Minuten in Betrieb nehmen und ist dann sofort einsatzbereit. Nach dem erstmaligen Anschalten sind gemäß den Anweisungen am Bildschirm nur noch einige einfache Grundeinstellungen vorzunehmen. Man wählt die Sprache und gibt den Schlüssel seines WLANs ein. Alle verfügbaren Netzwerke in der Umgebung werden automatisch gescannt und angezeigt. Danach testet Amazon Fire TV kurz die Geschwindigkeit des WLANs und prüft, ob Software-Updates verfügbar sind. Schließlich muss man mit einem Klick nur noch die Verknüpfung mit dem vorkonfigurierten Amazon-Konto bestätigen. Damit ist das Setup beendet. Das Ganze dauert keine 5 Minuten. Anschließend gibt es dann noch ein ganz nett gemachtes Erklärvideo mit einer ersten Übersicht über die Funktionen, welche Fire TV bietet. Der Aufbau der Startseite. Hier findet man sich intuitiv zurecht. Am linken Bildrand gibt es eine schmale Textspalte mit den Oberbegriffen, wie Filme, Serien, Watchlist, Bibliothek und so weiter. Über farbige Kacheln kann man dann im Hauptteil die verschiedenen Inhalte auswählen, wie Filme, Serien, Apps und Spiele, getrennt nach gratis und kostenpflichtig.
Sehr hilfreich finde ich, dass man mit Prime Video eine separate, nochmals mehrfach unterteilte Rubrik nur mit den für Prime-Kunden kostenfreien Prime-Inhalten gibt. Wenn man also gezielt nur Gratis-Filme und Serien schauen, muss man nicht erst durch das gesamte Angebot blättern. Nur zur Klarstellung, eine bestehende Amazon Prime-Mitgliedschaft ist Voraussetzung für die Nutzung der kostenfreien Inhalte. Der Kauf des Amazon Fire TV Sticks alleine reicht zur Gratis-Nutzung nicht aus. Wie steuere ich den Amazon Fire TV Stick? Hierfür liegt eine Fernbedienung inklusive Batterien bei. Die Fernbedienung ist vergleichsweise klein und leicht. Sie ist auf die wesentlichen Funktionen reduziert und dadurch quasi selbsterklärend. Im Gegensatz zur Fire TV Box hat die Fernbedienung des Sticks keine Sprachsuchfunktion, welche allerdings ohnehin nur für die Suche nach Amazon-Inhalten ausgelegt ist. Für alle, die den Komfort der bekanntlich sehr gut funktionierenden Sprachsuche nicht missen möchten, bietet Amazon die Sprachfernbedienung als separates Zubehör. Manch einer wird sich angesichts des in der Summe dann geringen Preisunterschieds zur Box dann wohl gleich für diese entscheiden, denn dort ist die Sprachfernbedienung ja im Lieferumfang mit enthalten. Alternativ lässt sich auch eine kostenlose Fernbedienungs-App herunterladen, die dann in Verbindung mit einem Smartphone die Sprachsuche ermöglicht. Wie unterscheidet sich der Amazon Fire TV Stick von der Amazon Fire TV Box? Nicht zuletzt auch wegen des wesentlich günstigeren Preises ist der Stick von der technischen Ausstattung und den Anschlüssen her ganz einfach auf das Wesentliche bzw. Funktionale reduziert. Keine Sprachsuche, kein LAN-Anschluss, weniger Arbeitsspeicher, nur 1 statt 2 GB und ein schwächerer Prozessor. Einige grafikintensive Spiele wie Asphalt 8 oder Riptide GP2 werden daher für den Stick nicht angeboten, was für mich aber nicht ins Gewicht fällt. Problematischer sind dagegen für manche Anwender die Einschränkungen beim Zubehör, da am Stick, anders als bei der Box, keine USB-Eingabegeräte angeschlossen werden können. Tastaturen und Game Controller lassen sich nur über Bluetooth, Stick Standard 3.0, Box Stand 4.0 mit dem Amazon Fire TV Stick verbinden. Dennoch sollte man sich davon nicht beirren lassen. Die Fire TV Box ist die Luxusausgabe, die 110% Lösung, die auch für Technik-Freaks kaum Wünsche offen ist. Der Amazon Fire TV Stick arbeitet dennoch ausreichend schnell und erledigt seine Streaming-Aufgaben hervorragend. Beim Betrachten von Filmen und Videos kann ich absolut keinen Unterschied zwischen Stick und Box feststellen. In beiden Fällen klappt es flüssig und ohne jegliches Ruckeln. Nur beim Scrollen durch die Menüs bleibt der Stick, was die Geschwindigkeit angeht, etwas hinter der Box zurück. Hier hakt es manchmal ein wenig, aber dies merkt man wirklich nur im direkten Vergleich. In der Praxis kann man das getrost vernachlässigen. Der Amazon Fire TV Stick braucht auch definitiv den Vergleich mit Googles Chromecast, der den wesentlichen technischen Merkmalen schwächer ausgestattet ist, nicht zu scheuen. Ein Vorteil des Sticks ist zudem seine Portabilität. Im Gegensatz zur Box, die vorrangig für einen festen Standort konzipiert ist, lässt sich der Stick mit 2 Handgriffen ausstecken, mit geringem Platzaufwand und Gewicht nur knapp 1/10 der Box, transportieren und anderorts wieder einsetzen. Er eignet sich daher ideal zum Betrieb an verschiedenen TVs innerhalb eines Haushaltes sowie auf Reisen. Auch ein Ersatz des Fire TV Sticks in Hotels soll möglich sein, was ich aber bisher noch nicht in der Praxis testen konnte. Keine Probleme gibt es schließlich bei der Installation von Apps, die nicht aus dem App Store von Amazon stammen. Dies ist auch auf dem Stick per Sideloading möglich. Amazon Fire TV und Amazon Prime, die perfekte Ergänzung. Für Prime-Kunden stehen aktuell über 13.000 Filme und TV-Serien zur Verfügung. In den letzten Monaten kamen fast täglich Neuzugänge hinzu. Ich nutze dieses riesige Angebot, letztlich aus Zeitgründen, nicht allzu intensiv. Dennoch haben wir uns in unserer Familie dadurch schon manche Ausgaben für eine DVD- oder Serienstaffel sparen können, die wir ansonsten gekauft hätten. Außerhalb des kostenfreien Amazon Prime-Angebotes besteht natürlich auch der Zugriff auf das reguläre Amazon Instant-Video-Angebot, über das man neuere Filme und Serienstaffeln kostenpflichtig leihen bzw. kaufen kann. Ob sich eine Prime-Mitgliedschaft lohnt, muss jeder individuell für sich entscheiden. Auch wenn es nach Vorzugs- oder VIP-Behandlung klingt, ist es letztlich doch nichts anderes als ein verbindlicher Vertrag mit fester Laufzeit und klaren Regeln, welcher zu einem jährlichen Pauschalpreis eine Versandkostenbefreiung, eine Leihgebühr für E-Books sowie eben besagte Streaming-Flatrate für ausgewählte Filme und Serien beinhaltet. Kann man dann auch noch Prime-spezifische Rabatt- bzw. Vorbestellaktionen, wie aktuell für den Fire TV Stick, nutzen, bleibt an effektiven Kosten nicht mehr viel übrig. Passt das Angebot von Amazon Prime überhaupt zu meinen Interessen? Der Vollständigkeit halber möchte ich hier auf 2 Möglichkeiten hinweisen, wie man sich neben der offiziellen Amazon-Webseite über die aktuellen Neuzugänge auf Prime informieren kann. Facebook-Nutzer liken einfach die Seite Amazon Instant Video Deutschland und aktivieren zusätzlich Benachrichtigungen enthalten. Eine andere gute Alternative ist die deutschsprachige Webseite newslash.com. Dort erhält man eine übersichtliche Darstellung der aktuellen Neuzugänge, indem man ganz oben rechts auf der Seite auf den entsprechenden Link klickt. Der Preis.
Der Amazon Fire TV Stick kostet normalerweise 39 Euro. Prime-Mitglieder konnten ihn bei Markteinführung wenige Tage lang für 19 Euro vorbestellen. Diesen Preis habe auch ich bezahlt. Vielleicht sind es einfach nur glückliche Umstände, dass Fire TV, Stick und Box bei mir zu Hause reibungslos funktioniert. Daher meine positive Meinung zu diesem Produkt. Wie oben schon erwähnt, nicht wenige Kunden haben auch Probleme mit dem Stick. Lesen Sie bitte auch deren kritische Rezensionen. Wenn es mir ähnlich ergangen wäre, hätte ich den Stick schon längst zurückgeschickt, denn dann wären auch 19 Euro noch zu viel. Mein bisheriges persönliches Fazit. Für den Einstieg in die Video-on-Demand-Welt ist der Amazon Fire TV Stick aktuell wohl der günstigste und einfachste Weg. Wer dagegen eher die leistungsstärkere, stationäre Lösung mit Sprachsuche und mehr Anschlussmöglichkeiten bevorzugt, sollte einen näheren Blick auf die Fire TV Box werfen. Fire TV hat meine TV-Gewohnheiten nachhaltig verändert. Normales Fernsehen zu festen Sendezeiten findet immer seltener statt. Ich habe an Souveränität über meine Zeiten gewonnen und schaue mittlerweile gezielter und bewusster TV. Dem steht mit Amazon Prime andererseits ein riesiges Angebot an Filmen und Serien gegenüber, was natürlich auch ein gewisses Maß an Disziplin und Nutzungsverhalten erfordert. Für mich persönlich ist ein Zurück in eine Ära von Amazon Fire TV jedenfalls nicht mehr denkbar. Dies wäre ein echter Rückschritt. Aus diesem Grund haben wir uns zusätzlich zur Box noch den Amazon Fire TV Stick zugelegt, vor allem für den Einsatz an unserem 2TV, einem schon etwas in die Jahre gekommenen und ohne den Stick nicht internetfähigen Flachbild-TV von Toshiba. Verglichen mit dem deutlichen Mehrwert, den wir durch die zusätzlichen Streaming-Möglichkeiten bekommen, halten sich die Kosten für die einmalige Anschaffung der Hardware sowie unsere laufenden Prime-Gebühren, wie ich finde, in einem wirklich fairen und überschaubaren Rahmen. Letztlich muss dies aber natürlich jeder individuell für sich selbst entscheiden. Ich hoffe, meine Ausführungen können bzw. konnten jeweils Orientierung und Hilfestellung dienen. Falls noch Fragen sind, nutzt bitte einfach die Kommentarfunktion. Vielen Dank fürs Lesen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.